Hallo und herzlich willkommen zu einer Blitzsendung, Spezialsendung, Schrank TV Spezial. An der anderen Seite seht ihr gerade einen guten Freund von mir, Andreas, der sich wo gerade befindet? In der Nähe von Kapstadt, schon eine ganze Weile. In Südafrika. Wir sind hier von einem Jahr. Ich wollte gerade sagen, zu den Zuschauern ganz kurz, du bist ein Weltreisender, das ist immer grob wissen, wer du bist. Dafür bin ich immer geschätzt. Du warst mit Mexiko, USA, in allen Ländern der Welt geschäftlich unterwegs. Und jetzt erzähl mal, wie lange bist du in Südafrika? Was ist da los? Weil laut Deutschland ist da alles, also quasi die Leichen liegen quasi schon auf den Straßen verteilt. Alle haben Panik. Erzähl mal bitte jetzt du, was ist gerade los bei euch vor Ort? Hier ist nichts los. Also ich komme aus dem technischen Bereich. Wir sind beruflich jahrzehntelang eigentlich durch die Gegend geflogen. Vor einem Jahr sind wir hier runtergekommen. Einfach nur, ja, so wie wir das immer machen. Seit 5 Jahren haben wir hier so ein zweites Standbein aufgebaut. Und naja, ich kenne das Land schon seit 20 Jahren. Und ich schätze es, habe es lieben gelernt, weil die Menschen so wunderschön entspannt sind. Weil das Wetter natürlich auch schön ist, aber allein diese Umgangsformen hier, die finde ich sowas von toll. Deshalb haben wir uns ja dafür entschlossen, eben auch hier uns öfter aufzuhalten. Um ganz konkret auf deine Frage da zu antworten, hier ist überhaupt nichts, gar nichts. Es gibt da hier natürlich auch Leute, die vermummt herumlaufen. Das sind immer die, die den Medien dann irgendwie zu sehr zuhören. Aber ansonsten ist das hier wunderschön entspannt.